Eine unscheinbare Stelle am Rand des Friedhofs. Auf dem Grabstein kein Name, kein Geburtsdatum, kein Sterbedatum. Der Leichnam ist auf einem Friedhof in Oranienbaum begraben. Das liegt tatsächlich daran, dass damals die Kiste an einer Elbkilometrierung gefunden wurde, die dann zur Zuständigkeit der Stadt Oranienbaum-Wörlitz gehört. Und damit wurde er dort begraben. Gefunden wird der Unbekannte im Juli 2016 in der Elbe in einem Biosphärenreservat in der Nähe der A9. Ein Paddler entdeckt am Ufer eine Metallkiste und darin den Toten. Die Kiste könnte eine Spur zu dem Unbekannten sein oder zu seinem Mörder. Die Kiste ist leider in keinem sehr guten Zustand und teilweise schon verrostet. Das, was wir auf der Kiste noch sehen, ist Albert Glück 1. Es könnte aber auch keine römische 1 sein, sondern ein Buchstabe und das Wort könnte weitergehen, was wir leider aufgrund des Rostes nicht mehr sehen. Es gab einen Hinweis, dass dieses Glück zum Beispiel auch für Glück aufstehen könnte und es sich dabei eben um einen Schacht Glück 1 gegebenenfalls gehandelt haben könnte und dass Albert dann eben für den Mitarbeiter steht, der in dem Schacht Glück 1 gearbeitet hat. Das prüft die Polizei derzeit. Der Leichenfundort ist einige hundert Meter von der Brücke der A9 über die Elbe entfernt. Hier herrscht zu jeder Zeit reger Verkehr. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Personen die 100 Kilogramm schwere Kiste mit dem Leichnam in den Fluss geworfen haben. Auf dem Brückengeländer konnten Spuren gesichert werden. Wie lange die Kiste in der Elbe trieb, ist nicht bekannt. Als der Leichnam gefunden wird, ist der Verwesungsprozess bereits vorangeschritten. Nach dem Fund der Leiche wurde eine Gesichtsweichteilrekonstruktion durchgeführt. Und mit diesen Bildern sind wir dann in die Öffentlichkeitsfahndung gegangen. Jahre später wurden noch mal andere Bilder angefertigt, wie das Opfer auch ausgesehen haben könnte. Und mit diesen Bildern sind wir jetzt auch noch mal in die Fahndung gegangen. Wir haben aktuell 16.000 Fahndungsplakate drucken lassen und die im gesamten Gebiet von Deutschland verteilen lassen. Bei der Leichenschau dokumentieren die Rechtsmediziner am Unterarm ein auffälliges Tattoo. Mutmaßlich Zeichen einer Beziehung zu einer Frau. Wir gehen davon aus, dass es die Partnerin des Opfers war. Und wir haben Erkenntnisse, dass das Tattoo erst kurz vor dem Versterben gestochen wurde, also circa ein halbes Jahr erst alt war. Und suchen eben auch nach dem Tätowierer, der dieses Tattoo gestochen hat. Und es gibt einen weiteren Hinweis auf Michaela. Bei dem Toten wurde auch an seiner Hand ein Goldring gefunden, der aus 333er Gold bestand. Und innen im Ring war auch der Name Michaela eingraviert. Zur Ermittlung der Herkunft des Mannes wurden unter anderem Knochen und Haare am Institut für Rechtsmedizin in München biochemisch untersucht. Der Tote ist hier in Deutschland gefunden worden und er hat auch die letzten Lebensjahre zu großer Wahrscheinlichkeit hier verbracht, zumindest in Mitteleuropa. Man kann sagen, die letzten 10 Jahre war er hier in der Gegend, aber er ist hier nicht aufgewachsen, sondern er muss eher Richtung Südosteuropa aufgewachsen sein, also in dem Balkan oder auf dem Balkan. Also da kommt Rumänien in Frage, kommt Jugoslawien in Frage, also auf jeden Fall in diesen Regionen. Und er hat da aber nicht an der Küste gelebt, sondern eher im Landesinneren. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise, um den rätselhaften Fall doch noch zu klären. Denn trotz vieler Ermittlungsergebnisse ist der Grabstein in Oranienbaum noch immer namenlos und der Mörder auf freiem Fuß. Aktuell prüfen die Ermittler einen vielversprechenden Hinweis. Ein Zeuge hat sich bei der Polizei gemeldet, der glaubt, einen LKW-Fahrer mit dem beschriebenen Tattoo gesehen zu haben. Wenn Sie Hinweise zu dem unbekannten Toten oder zum Ring, zum Tattoo oder der Werkzeugkiste haben, dann wenden Sie sich bitte an die Kripo Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546
1687.